Hallo meine Lieben, ich bin's euer Thomas, aka Sparkoyote. Heute soll es in diesem Video darum gehen, wie ich mir ein Depot aufgebaut habe, das mittlerweile mehr als 2000 Schweizer Franken netto an Dividende gibt, was umgerechnet auch etwa 2000 Euro an Netto-Dividende pro Jahr sind. Zunächst einmal allgemein Dividende, wieso sagt mir die Dividendenstrategie besonders zu. Es geht hier besonders um Cashflow. Da habe ich dazu mal auch schon mal ein Video dazu gedreht. Das verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung. Und wenn ich es nicht vergesse, ist es hier oben auch verlinkt. Dort erzähle ich einfach so ein bisschen, wieso Cashflow mir einfach extrem wichtig ist. Wieso ich da einfach einen besseren oder eine höhere Gewichtung setze. Und einfach das Video schauen, dann klärt sich das auch, wieso ich so ein Fan von Dividenden bin. Zunächst einmal, es ist nicht von heute auf morgen, dass ich mit meinem Depot über 2000 Schweizer Franken, so um es genau zu sagen, 2219 und 19 Rappen, also über 2200 Schweizer Franken an Netto-Dividenden erhalten habe im Jahr 2018. Und dieses Depot hat sich natürlich über die Jahre erst aufgebaut. Das heißt, ich habe Anfang 2015 angefangen mit dem Investieren. Und das ist für mich natürlich jetzt rückblickend gesehen ziemlich genau 4 Jahre her. Ich nenne mich jetzt selber immer noch so ein bisschen auch Anfänger. Ja, ich bin ja wirklich kein Profi so in dem Sinn, sondern ich habe mir einfach das Wissen selber angeeignet. Versuche natürlich so gut wie möglich über das ganze Thema Bescheid zu wissen, aber es ist natürlich nicht meine Hauptleidenschaft. Ja, es ist nicht mein Hauptfachgebiet, aber hier geht es ja hier auf diesem Kanal und auch auf meinem Blog darum, meine Reise mitzuverfolgen, zu sehen, wie mache ich etwas, wie könnte man etwas vielleicht ins eigene Leben oder so übernehmen oder irgendwie einfach Denkanstöße geben. Das heißt, ich habe über 4 Jahre ein Depot aufgebaut, das mittlerweile mehr als 2000 Schweizer Franken an Nettodividende gibt oder halt an Ertrag erwirtschaftet. Und jetzt für 2019 schätze ich inklusive aller Dividendenerhöhungen und allfälligen Einzahlungen, Neukäufen, Nachkäufen und so weiter, komme ich auf etwa 2800 Schweizer Franken an Netto-Dividenden, was alleine schon über 200 Franken durchschnittlich im Monat wären an Dividenden, was schon ziemlich eine coole Sache ist natürlich, weil es sind, meiner Meinung nach, sind Dividenden eine der passivsten Einnahmequellen überhaupt, die es gibt. Darum bin ich auch ein großer Fan davon. Und allgemein, wie habe ich überhaupt angefangen? Im ersten Jahr, da gab es etwa 145 Schweizer Franken an Dividenden, ja. Im zweiten Jahr gab es dann 375 Schweizer Franken an Dividenden und dann im dritten Jahr, da ging es dann richtig ab, da habe ich dann auch mehr verdient. Da gab es dann schon 1314 Schweizer Franken und jetzt eben letztes Jahr 2018, da ging es auch wieder durch die Decke, 2219. Also da bin ich schon ziemlich gut dabei mit den Dividenden. Wie ist das Ganze, auf was für Dividenden oder was für Aktien setze ich überhaupt? Und es ist wirklich, also ich habe ein diversifiziertes Portfolio, primär mit Einzelaktien, ja. Das bedeutet für mich, ich investiere einfach in einzelne Unternehmen, die mir in dem Sinn gefallen und auch ich denke, dass diese Unternehmen aufgrund ihrer Marktposition oder ihrer Marktstellung oder ihres Burggrabens ja in Zukunft, in zum Beispiel 10 Jahren oder so, auch besser dastehen, als sie heute dastehen. Und ich setze halt auch auf Unternehmen, die halt auch entsprechend regelmäßiger Dividende zahlen. Das bedeutet, das sind dann zum Beispiel zum Großteil, ja, mein Depot besteht aus etwa 60% US-Titeln, weil US-Unternehmen quartalsweise die Dividende zahlen. Das bedeutet für mich natürlich, ich habe öfters Cashflow. Schlussendlich kommt es nicht darauf an, ob ich jetzt einmal im Jahr, viermal im Jahr oder 12-mal im Jahr die Dividende bekomme. Ist etwa das gleiche Ergebnis, aber trotzdem ist meiner Meinung nach dieser stetige Cashflow etwas extrem Wichtiges, was mir auch entsprechend mehr Motivation gibt. Und ich habe den großen Vorteil, das habe ich auch im Cashflow-Video erwähnt, das ich verlinke, es ist so, dass ich diese Dividende so reinvestieren kann, wie ich es möchte. Ich kann irgendeine Aktie neu zukaufen, die ich möchte, Nachkäufe tätigen, ja. Ich kann auch die ganzen Dividenden, wenn das jetzt bis Ende ja etwa 2800 Schweizer Franken wären, kann ich die auch vielleicht in mein Business investieren, in den Blog investieren, in den YouTube-Kanal investieren. Ich kann also entscheiden, was mache ich mit diesem Cashflow? Wo investiere ich diesen Cashflow? Hätte ich jetzt thesaurierende
Werte, ja, zum Beispiel mit Wahldividenden, oder hätte ich zum Beispiel einfach einen ETF, der komplett thesaurierend ist, so hätte ich einfach nicht die Wahl und ich würde immer wieder zukaufen, was ich vielleicht unter Umständen gar nicht möchte und dann würde sich das immer wieder bei der Börse reinvestieren. Natürlich, primär reinvestiere ich die Dividende natürlich an der Börse, aber ich habe immer noch die Wahl. Das heißt, man gibt im Prinzip einen Teil der Rendite oder man zahlt Steuern in dem Sinn ja auf die Dividende dafür, dass man halt andere Vorteile hat, andere Möglichkeiten, weil eben bei thesaurierenden Werten oder thesaurierenden ETFs kannst du ja nicht sagen, hey, ich möchte die Dividende in bar bekommen. Nee, da musst du halt umschichten, da musst du halt einen ausschüttenden ETF kaufen und den thesaurierenden verkaufen. Das heißt, da gibt es dann auch wieder Komplikationen oder halt mehr Aufwand, ja. Und deshalb ist Dividende etwas, das ich extrem mag und ist halt auch etwas, das man langfristig aufbauen muss, ja. Ich bin ja im Moment in dieser Position, dass ich ja dann selbstständig bin, ja. Und im Moment das Einkommen auch noch nicht so hoch ist, wie es vorher gewesen ist. Bedeutet auch, ich kann weniger investieren. Und was bedeutet, ich kann weniger investieren? Die Dividenden werden nicht so schnell steigen wie bisher. In dem Sinn kann ich nur von den Dividendenerhöhungen damit rechnen, ja, und mit dem kleineren Betrag, den ich dann investiere, den noch hinzuaddieren. Aber ich kann nicht damit rechnen, dass ich wieder so große Beträge wie die letzten 2 Jahre investiere. Aber ist völlig normal, weil ich habe jetzt im Moment eine andere Priorität. Ich möchte im Moment auch mehr Geld ins Business investieren, ja. Macht ja auch durchaus Sinn, weil da auch die Rendite viel, viel höher sein kann, ja. Also die ist dann im zweistelligen Bereich teilweise, je nach Produkt, ja. Also wenn du es je nach Produkt anschaust und nicht aufs ganze Business gesehen, gibt es halt auch Produkte, da hast du halt mehrere 100% Gewinn, ja, aber natürlich overall ist ein zweistelliges Wachstum im Business sehr eine geile Sache. Aber ich schätze jetzt mal so in den ersten ein, 2 Jahren ist es auch möglich, jetzt hier spezifisch auch in die dreistellige Rendite zu kommen, ja, weil wenn man klein anfängt oder an einem kleinen Punkt startet, ist es immer noch viel, viel einfacher, sich zu verdoppeln, verdreifachen. Aber je größer man wird, umso schwerer wird es auch, entsprechend sich zu verdoppeln, verdreifachen. Und dann gibt man sich dann auch schon mit 10% zufrieden, 15% oder auch nur 5%. Das kommt dann halt immer auf die individuelle Situation darauf an. Genau. Das heißt, grundsätzlich, ich bin, wie schon gesagt, großer Fan von Dividenden. Darum habe ich ja auch mir zu. Ja, zu, sage ich jetzt mal, 75% ein Portfolio aufgebaut aus Aktien, die Dividenden ausschütten und das regelmäßig. Ich habe auch REITs im Depot, ja. Real Estate Investment Trusts sind nichts anderes als Immobiliengesellschaften, sprich, man investiert indirekt in Immobilien eigentlich, ja. Und dort ist natürlich auch die Besonderheit, dass entsprechend die Dividenden 90% der Einnahmen bzw. des Gewinnes ausmachen müssen. Das ist auch eine Art gesetzliche Verpflichtung und die werden dann in der Regel monatlich ausgezahlt. Und das ist halt auch so eine interessante Sache. Das heißt, man kann die Dividenden auch übers Jahr gut streuen, dass da auch eine gewisse Regelmäßigkeit da ist und gleichzeitig auch in dem Sinn auf irgendeine Art und Weise indirekt in Immobilien investieren. Dazu habe ich auch mal noch ein Video gemacht, monatlich Dividenden abkassieren mit REITs. Das kann ich auch gerne verlinken, wenn ich es nicht vergesse, ja. Ansonsten schreibt mir das gerne in die Kommentare und sagt, hey, Thomas, du hast vergessen, die Videos zu verlinken. Dann werde ich das sicherlich nachholen. Und also grundsätzlich, wie schon gesagt, alles in allem bleibe ich dran bei dieser Strategie, werde sie weiter durchführen. Im Moment ist es natürlich einfach so, dass ich mehr Fokus aufs Business setze, aber dennoch Dividenden oder die Dividendenstrategie, ja, gibt ja auch eine Facebook-Gruppe, Dividendenstrategie. Das ist meine primäre Strategie, die ich derzeit verfolge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ja. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von Dividenden haltet, was für eine Strategie ihr eurem Depot fahrt, thesaurierende Werte oder Wachstumswerte, ja. Würde mich extrem interessieren, wie ihr das so handhabt und was ihr auch von einer Dividendenstrategie haltet. Ist es linke Tasche, rechte Tasche, ja. Immer wieder die bekannte Diskussion. Und ansonsten auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, www.sparkojote.ch. Da gibt es immer wieder Beiträge. Ja, alle 3 Tage gibt es einen Beitrag, also etwa 10 Beiträge im Monat. Da geht es halt auch primär um meine Reise. Da teile ich auch wieder Insights zu meinem Business und so weiter. Ihr könnt auch auf Instagram vorbeischauen, @sparkoyote. Dort gibt es mehr Behind the Scenes. Da nehme ich immer wieder Instagram-Stories, Bilder und so auf, was ich gerade mache, wie ich gerade was mache. Und da gibt es auch jeden Dienstag um 18 Uhr
einen Livestream zusammen mit dem Johannes Lorz. Da geht es dann eigentlich um den Dividendendienstag. Da sprechen wir über Aktien, über Dividenden natürlich, P2P-Kredite, alles, was um die Rendite bringt, wo man halt investieren kann. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschö, Leute.